Ich war im Militärdienst, die bepflichtete Militärdienst. Da habe ich mein Militärdienst in ein Musikmilitärorchester verbracht. Als Leutnant war Offizier. Und ich habe das Orchester, habe ich die Orchester geleitet auch. Und an einem Tag, da gab es Attack, wo wir auch mehr und mit 17 Soldaten auch Fangkanonen. Und über die Medien haben die alle Freunde mitgehört, dass ich schon jetzt geknappt bei der Freien Armee und mit Hilfe von vielen Freunden dann bin ich frei. Sie haben einfach Geld bezahlt und dagegen. Sie hat mir geholfen, dass ich raus von Syrien, über die Grenze raus. In Aleppo, wo ich geboren und aufgewachsen da war ich einmal auf der Straße mit Freunden. Wir sind Spaziergang zusammen und in der alten Stadt haben wir jemanden zufällig auf der Straße, der Instrumente verkauft. Und er hat eher improvisiert, ja, eine Melodie. Und plötzlich bin ich da und mit meinen Freunden und haben ihm zugehört. Und ich fand, dass der Flüte klang, es hat mir so nah gefühlt. Und ich habe einfach das Instrument, das hat 150 Lehrer, das ist syrische Lehrer, wie ungefähr 10, 15 Euro so gekostet. Und bin ich nach Hause wieder zurückgegangen. Ich wollte heute Abend alleine so das spielen. Und ich konnte keinen Klang rausschieben. Oh, was hat er gemacht? Er hat die Flöte vielleicht getauscht oder irgendwie. Ich bin sofort zu diesem Freund, Nachbarn, zu ihm gegangen. Da habe ich ihn gefragt, hast du ihn wirklich gesehen, als ich das bezahlt, hat er die Flöte getauscht oder wie? Er meinte, ich weiß nicht, aber ich glaube nicht. Okay, und ja, was können wir machen? Ich habe versucht, sozusagen, weil der Ansatz zum Beispiel, es ist nicht so einfach mit der Flöte, der Klang einfach rauszuholen. Wenn man so bläst, man denkt, oder man macht so wie schräg, es geht gar nicht. Es wirklich muss man eine bestimmte Position des und ganz leicht zu blasen, dann kommt der Ton. Und ich konnte das gar nicht. Deswegen dachte ich, das war ein Fake-Instrument. Die Flöte, die sind aus Bambus. Ich habe hier zwei Art von Flöte. Ich habe Nai und Kavala. Beide aus Bambus. Die sind zwei verschiedene Instrumente. Aber von Aussehen, man erkennt ein bisschen oder kaum das. Beide aus Bambus. Die Nai hat neun Abschnitte, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Kavala hat nur vier Abschnitte und die Kavala hat nur sechs Löcher von vorne. Die Nai hat sieben Löcher, sechs von vorne plus ein, das Daumenloch. Der Klang von der Kavala ist tiefer. Ich verwende sie für die langsamen Melodien, für meditative Melodien. Die Nai ist mehr, konnte man mehr chromatisch und mehr schnelle Melodien schaffen. Und es klingt höher. Die Kavala ist tiefer, die Nai ist ein bisschen klingt höher und die Musikhochschule, das ist nur in Damaskus. Genau, das ist die einzelne Institut sozusagen. 5 Jahre, man steht da 5 Jahre, genau. Und ich habe da abgeschlossen. Und ja, und ich darf auch in der Musiknationalorchester auch mitspielen als Solist. Und ja, ja, Studioaufnahme und Konzerte mit dem Nationalorchester, mit Jazz Big Band, genau, habe ich auch. Und im Studio auch habe ich vor Serien und Filmmusik auch aufgenommen, genau, und gleichzeitig auch unterrichtet Studenten. Ja, und in Damaskus, da gab es viele Möglichkeiten, weil da gab es ein Jazzfestival, es war in 2005. Und das ist international, wo es kommen, alle Musiker aus Europa kommen da und sie laden auch
viele Musiker und dadurch habe ich auch viele europäische Musiker kennengelernt. Ich habe Kontakte von europaweit, natürlich auch in arabische Länder, aber ich meinte jetzt hier in Europa, genau in Holland oder auch in Belgien zum Beispiel mit dem Brussel Jazz Orchester und mit Berliner Symphoniker zum Beispiel, auch in der Berliner Philharmonie. Ich darf auch da auch mitzuspielen als Solist, das hat mich auch sehr gefreut. Im Sommer ist Strausberg, mein Gefühl ist, bin ich im Urlaub, wirklich, obwohl ich in der Stadt, in meiner eigenen Stadt, ist wirklich in Urlaubzeit. Die Sonne ist scheint und das Gefühl ist, da ist ein großer See und die Leute kommen aus Berlin oder aus anderen Städten und sie mieten hier ein Haus oder so an den See und es ist viel los im Sommer. Dann deswegen ist ab Sommerzeit ist wirklich toll. Es ist die erste Schritt ist die Sprache. Die zweite Sache ist, dass man einfach versuchen im Tiefgedank so zu sagen, das ist meine Heimat. Jeder vielleicht hat andere eine Bedeutung für sich, aber meine Heimat, das heißt, dass ich hier liebe, ist meine Wurzel hier, dass ich mache mein Maximum, was ich mache und ich lebe, damit ich auch, was ich gebe, das wieder an mich zurückkommt. Das heißt, es ist sehr wichtig. Was du einfach kommst, dann bekommst du das wieder zurück. Dann, ja. Aber mir wichtig, dass die Integration kommt nicht nur von einer Seite. Man versucht an sich selbst erstmal das zu machen. Aber was man was bekommt von der Gesellschaft, das ist auch sehr wichtig. Die Hoffnung, dass jetzt, die Ziele sind in zwei Richtungen. Einmal in Richtung Education und einmal in Richtung musikalisch. Das heißt, ich trete auf mit Konzerte und so und gleichzeitig zum Unterrichten. Hier eigentlich nehme ich auf meine Musik zum Beispiel auch für die andere. Manchmal bekomme ich von arabischen Ländern, ich bekomme Aufträge für meine Flöte für einen Film aufzunehmen. Oder auch, da gab es auch deutsche Filme, habe ich auch aufgenommen für Filme, Filmmusik, habe ich hier auch. Das ist auch die Möglichkeit, die ich in Syrien habe, aber habe ich hier alternativ hier in meinem Studio und über online das auch.